Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ja, im letzten Teil sind wir ja in den Lebensmittelladen, ich sag mal, eingebrochen. Haben eben nach Indizien für unseren Fall gesucht. Haben dann auch so ein bisschen die Spielzüge etwas weiter verinnerlicht. Also, man muss wohl viel schleichen. Wir haben auch Munition gefunden. Was? Oh mein Gott. Also mir sagt das zum Beispiel jetzt, dass man wohl die ein oder andere Konfrontation nur mit Waffengewalt lösen kann. Jetzt. Oh Mann. Ich höre schon wieder irgendwas rumpeln. Ah. Dieser Wind. Ich habe jetzt ja vorhin hier einen Polizisten patrouillieren gehabt. Der hat mich eben immer des Geländes verwiesen, wie man so schön sagt. Der muss sich doch noch hier irgendwo rumtreiben. Won't open. Ja. Das ist schön. Habe ich eigentlich den Schlüssel noch? Nein. Aber ich habe schwarzgebrannten Rum, das immerhin. Und 45er Kaliber Patronen. Na, scheint nicht mehr da zu sein. Hoffe ich zumindest. Na gut, ich meine, was wird mir der Polizist wohl schon antun wollen? Er kann mich eben höchstens einsperren. Uah. Okay. Oh Mann. You better keep your trap shut. I won't tell him anything. Uah. Ich krieg gerade richtig Gänsehaut und mich fröstelt's, also. Das. Wo war das denn jetzt? Laut der Perspektive muss es hier oben irgendwo auf dem Dach gewesen sein. Da glaube ich. Oh Mann. So, was sagt denn mein Journal? Raubüberfall in Innsmouth. Okay. Hier hat wohl ein bisschen die Übersetzung versagt. Okay, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was. Na gut, ich gehe mal ins Hotel zurück. Oh Leute, ihr macht mir aber auch alle Angst hier. Guckt ihr. Schaut euch mal den an hier, da seht ihr mal. Oder ihn. Oh. Meine Fresse. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hello, Gilman. Hey, Gilman. What do you want now? Strange thing about that Burnham lad. Burnham? Kent rightly says I know what you're talking about. That's odd. He was all over the Arkham Press. Must have been a bit of a local scandal. Them's matters for the police, stranger. Innsmouth's not a town for rumoring and talking. Eher für Geisteskranke und Mörder. Hab ich so das Gefühl. Chit-chat to him's gonna get me no place fast. Ja. Das glaube ich auch, Jack. I'm looking for a young lad called Brian Burnham. He worked in the First National. I'm a friend of the family. I ain't heard of the Burnham lad. Right. Was für zuvorkommende Menschen es doch hier gibt. Ich rede mal mit dem Polizist vielleicht. Kann der mir ja was sagen. Nein, ich führe lieber Selbstgespräche, als einen örtlichen Gesetzeshüter zu befragen. Warte mal, das sieht mir doch eigentlich schon nach einer Bank aus, oder? Okay, Dagon, das hört sich für mich auch so nach H.P. Lovecraft an. Wie geht's denn da runter? It's locked. It's locked. It must lead to the back of the variety store. Okay. The sign says Innsmouth Poorhouse right. In memory of Lady Warnes. Ach, halt die Schnauze. Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas
unschlüssig oder beziehungsweise ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja. Do you know the Burnham lad? He worked. Can't say I noticed what you're saying, stranger. Wo ist denn dieser Typ, den ich? Okay, er hat den Schrank umgestoßen. Wo ist denn dieser Mensch, den ich da kennengelernt habe? Der war ja recht redselig, beziehungsweise schien er mehr freundlicher als die anderen zu sein. It won't budge. Ja, ist ja gut. Ach, wie interessant das Spiel doch ist. Was ist denn da rein? Washington Street. Ja, genau. Ja, okay. Darf ich dem die ganze Zeit beim Schiffen und Singen zuschauen, oder wie? And the growling thunder sounds his gong, and the whirlwinds battle out. It won't budge. Ha ha! Do you think? A seedy-looking bar called the Guard. No, unfortunately, no, it's shut. Bold and brave. Huh? Who's that there? Oh, can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Ich weiß gar nicht, ob ich haben will, was Zeno, du mir gibst. That be my name. The two years it now. Zadok Allen. Do you know a Brian Burnham? Just the young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon. They'd not accept that. What else can you tell me about this port? He just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. Ah, okay. Wie gut, dass ich hier vorhin den rumgefunden habe. Haha. Dann trink mal schön. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Why, you're uncommonly kind, young feller. Here be a little something in gratitude that may help you in your search. Achtung, ich... Ja. Okay, ich dachte schon, jetzt macht er was anderes. Okay. Klimper, Klimper, ich glaube, das war ein Schlüssel, oder? Now you be calling me crazy. Like them that are rumoring in Ankrum in Lipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Mobin, where it all began. Telling desperate folks they'd order get better gods. Blah, blah, them blah, blah, blah. Prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd. Ich find's ja immer anstrengend, mir so Dialoge mit Besoffenen anzuhören, also. Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet. Till that artful night of 46. Them's outside recognized it being a riot. But I'd seen them.
swarms of them. Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Der Mann spricht mir aus der Seele. Was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy of strangers if we were known what was good for us. Zadok, who did all this? Who did all this? Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Ich hoffe mal, das wird diesem armen, irren, besoffenen dann nicht zum Verhängnis, wenn er mir so viel davon erzählt. Ich habe nämlich das Gefühl, das wird in der Stadt nicht gern gesehen, wenn die Leute plappern. You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he took the third oath. Just head over to his hole in the dark street. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Okay, wunderbar. Ich habe doch wohl ein neues Indiz erhalten. Und zwar geht es wohl darum, diesen seltsamen Kult von Dagon. Oh. Hey, Lady. Mr. Walters, I must speak with you. It's Jack. And is there anyone in Innsmouth who doesn't know my name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, you have to follow me. It's not wise to be seen talking to outsiders. Na, ich vertraue ihr mal, weil man... Weiß nicht, ich gehe da schon ein bisschen jetzt vom Aussehen aus. Innsmouth is a strange place. There are things that have no business being here. Sie sieht eben nicht so, ich sag's mal böse, abgefuckt aus wie der Rest der Bevölkerung. Strange. Trust me. I'm good with strange. That remains to be seen. But I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Ja. Whenever you find one, Pentagramm eben, use ne? It to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. Das ist ja interessant. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Ah, okay, kann ich auch wieder speichern. Na, dann mache ich das doch mal und auch gleichzeitig eine kleine Pause. Bis später.